Hallo Leute, ja, wir sind hier beim Winterschnee. Das waren die letzten Worte, glaube ich, in der letzten Folge, der da ist, weil wir August haben. Oder es wird doch noch Winter und es ist schon ziemlich tief, die Schneefallgrenze, aber das glaube ich eher nicht. Wir haben hier in Benenden zuletzt nachgeguckt, was hier Sache ist. Haben eine neue Schiffslinie über ein großes Wasser hier gemacht. Das fand Tante Mimi sehr gut und ja, wir müssen gucken, wo die dann hinwollen. Hier geht es nach Friedrichsdorf Rathaus über Friedrichsdorf, Friedrichsdorf Hafner Straße. Das passt also. Hier stehen definitiv schon die ersten Fahrgäste nach da unten hin. Geht das hier so rüber? Ist das so? Oder wo muss ich hin? Ah, ich glaube, ein bisschen weiter nördlich ist das Ganze. Naja, da ist es. Aber ich weiß gar nicht, ob wir alle Orte angeguckt haben, wo noch was ausgebaut werden muss. Das checken wir gleich mal, ne? Nach dem Logo. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt sind wir hier in Friedrichsdorf. Wir sind übers Wasser, aber eigentlich, ja, lass uns mal rausscrollen und dann kommen wir hier rüber. Da ist ja Erlangen. Erlangen ist nix. Wie sieht das überhaupt hier aus? Da steht niemand. Sind die Kutschen da weg? Ja, eine war da gerade. Hat die geladen? Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Okay, da waren drei Fahrgäste und leider noch keine neuen. Hat die Kutsche denn noch Beladung? 6 von 0. 0 von 6, also nicht. Sind hier welche drin? Leider auch nicht. Das passt also nicht. Stehen hier denn welche? Ja, die wollen aber, doch, drei wollen zur Burg. Okay, aber das ist, hört sich so ein bisschen so an, als ob das mit der Kutsche zu viel ist, da drei Stück drauf jetzt, ne? Hier stehen 6. Ne, hier fahren 6 nach Bad. Zum Hafen. Erlangen 2 Hafen. Okay, und wir stehen am Hafen. Hafen, da warten 39. Einer nach Achim, acht nach Bad Mergentheim, 7 nach Lippstadt, Schwandorf. Alle wollen weg sozusagen. Ja, das ist so gut. Wie viele Kutschen sind denn hier drauf? 2. Da sitzen 2 drin. Okay. Tendenziell würde ich dazu neigen zu sagen, lass uns eine lieber auf die andere Strecke machen, ne? Fahrplan, nee, doch, Fahrplan war richtig. Regionalbus Erlangen-Burg. Und wir wollen Regionalbus. Ist das Regionalbus oder ist das Stadtbus? Erlangen-Hafen, da ist er. Ah, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Ja, das machen wir jetzt mal so. Dann fährt. Fahren da nur noch 2 Kutschen hin und die dritte fährt da hin. Und ich glaube, das war jetzt die, die ich ausgewählt habe. Na ja, passt. Die sind sowieso zu dicht aneinander. Ne? Hier sind tatsächlich 16 drin. Ja, und hier kommen wir. Ach, okay, da ist jetzt gerade ein Schiffchen da gewesen. Oder wie ist das? Ja, 16 sind da drin. Schlippstoff, Scharnhorst, Wilnsdorf. Die sind schon mal passend. Nochmal reingeguckt. Aber da stehen trotzdem immer noch 45. Ah, es sind welche abgeliefert worden. Nach Erlangen sollen jetzt ein paar fahren, die hier gerade mit dem Schiff angekommen sind. Achim, Bad Mergentheim, Friedrich, ja, das ist. Aber ich glaube, dieses hier, der wird das mitnehmen wahrscheinlich, ne? Ja, der hat auch noch Passagiere für die Insel. Ah, da hat gerade einer welche abgeholt. Der hier. Fast voll. Achim, Bad Mergentheim, Friedrichsdorf und Benenden. Erlangenhafen, Waldhafen. Ist Waldhafen denn hier unten? Das wäre ja jetzt interessant zu wissen. Ne? Ja, okay, zum Festland wird jetzt definitiv auch von hier aus nach da runter gefahren. Das heißt, da wird was belebt. Ne? Da ist leider niemand drin. Ja, nee, lass mal so, wie es ist. Das passt schon. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte man das bei der Dingens, bei der Burkenhafen machen, aber das bringt es ja jetzt auch nicht. Ne? So, wie sieht es denn an diesem Hafen dann aus? Okay, das passt schon dann da. 21 Passagiere, Achim, Erlangen, Jena, Königsbrunn, Lüneburg, Benenden, 2 Brücken. Bis auf Benenden, weil wahrscheinlich alles hier rüber, oder? Wie viel sind da drin? 16. Wie viel stehen denn da noch? 11. Sind die 11 denn für rüberfahren? Achim, Bad Mergentheim, Bad Zwischenahn, Lippstadt, Benenden, 2 Brücken. Nee, die wollen, doch, Benenden könnte hoch, der Rest runter. Jetzt wäre noch interessant zu wissen, was da einsteigt. Ne? Machen wir gerade schneller. Jetzt ist niemand eingestiegen. Das bedeutet, alle, die hier stehen, fahren woanders lang. Ah.
Auch die nach Aachen, Rathaus oder so fahren alle da hinten lang. Keiner fährt mehr hier lang. Das heißt, diese Querung hier ist schon fast umsonst dann, ne? Ja, schade, ne? Aber ist so, können wir jetzt nicht ändern. Lassen wir auch so. Da fahren sowieso, glaube ich, nur zwei Schiffe, wenn überhaupt, lang, ne? Oder? Es fährt sogar nur einer hier lang. Aber hier gibt es ja auch noch Schiffsverkehr, der von unten von. War das nicht Winnenden? Doch, war das. Ach, Winnenden. Nee, Winnenden ist da. Wie heißt denn der andere Ort? Kommen wir gleich auch noch hin. Hier, wie hieß das? Wilnsdorf. Okay, Wilnsdorf wird da ja wohl noch angefahren werden, ne? Oh, hier stehen natürlich 81 Passagiere. Achim, Achim, Bad Mergentheim, Bad Mergentheim, Zwischenahn, Friedrichsdorf, Gütersloh, Köln, Königsbrunn, Lippstadt, Lippstadt, Düneburg, Neubrandenburg, Schwandorf, Winnenden, Zweibrücken, alles zum Richtung Festland oder so. Aber hier sind keine Schiffe, die was machen. Wo ist denn hier ein Schiffchen? Da oben sind sie gerade alle. 16, Ettlingen, Wilnsdorf, Wilnsdorf, okay, der fährt nach Süden, ist klar. 14, Wilnsdorf fährt auch dahin. Wo fährt er hin? Fahrziel, freier Wegpunkt. Das kann ja schon mal was nicht passend sein. Hier ist irgendwas schief. Den müssen wir gleich nochmal angucken. Schwandorf, Wilnsdorf. Keiner drinne. Schwandorf, Wilnsdorf. Keiner drinne. Und da ist aber noch einer, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt gerade erwischt habe. Ah, die drei fahren schon mal umsonst dahin, ne? Also leer. Okay, aber dieser hier muss ja irgendwie ein anderes Fahrziel kriegen, ne? Da passt ja was nicht. Wilnsdorf, Wald, Schwandorf, Auengrund, freier Wegpunkt. Wo ist denn der? Ah, irgendwo im Wasser. Wilnsdorf, Wald, ist hier, ist klar. Und Schwandorf, Auengrund. Das ist aber eine Linie, da braucht keinen eigenen Plan für, ne? Wo ist denn das jetzt? Schwandorf, Wilnsdorf. Und dann wäre es sicherlich sinnig, wenn der jetzt nicht da runter fährt, sondern wieder hochfährt, ne? Ach, jetzt habe ich den ausgemacht, ich hält. Weil dann fahren die nicht alle gleichzeitig, sondern der fährt die andere Richtung. Das ist ja vielleicht jetzt auch nicht verkehrt, ne? Gut, haben wir das. Städtchen hier ist gut. Das wollten wir eigentlich gucken, ne? Hier fährt der Zug jetzt da gerade ein. Mit sechs Passagieren. Nach zur Burg. Mal gucken, wie viel er mitnimmt. Zurück sind es drei, aber fährt 21.000 Miese ein. Das ist natürlich nicht so dolle. Aber vielleicht wird das mit der Zeit ja auch besser. Ettlingen ist nix. Hier war Bünde, ne? Ne, war doch Bünde. Okay, Bünde ist auch nix. Dann haben wir da unten noch Wittig. Oder Wittig? Willig. Da ist auch nix. Und unten haben wir noch Bayreuth. Gucken wir nochmal Bayreuth an. Bayreuth ist auch nix. Dann haben wir hier noch zwei Brücken, auch nix. Lüneburg, auch nix. Zwei Bad Zwischenahn, auch nix. Gütersloh, auch nix. Hier ist auch nichts. Köln, auch nix. Jena, auch nix. Königsbrunn, auch nix. Dann Achem. Mal ein bisschen rausscrollen. Achim ist hier hinten. Auch nix. Bad Mergentheim. Auch nix. Friedrichsdorf dann noch. Ist auch nix. Ich glaube, wir haben alles, oder? Wie sieht es denn noch hier bei Schwandorf aus? Da habe ich nicht drauf geachtet. Oh, hier ist da was daneben. Oh, da ist was neben. Das heißt, diese Kutsche wird jetzt erweitert. Da ist die Kutsche. 1, 2. Diese zwei gehören schon dazu. Ja, lass uns mal gerade hier noch einen längeren Weg machen. Und das ist dann da. 1, 2, 1, 2. Da gehört er hin. Aber der ist gar nicht da. Der deckt den nämlich nicht ab. Das heißt, der muss dahin. Gut, da haben wir die Straße da einfach umsonst gebaut, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. So, das heißt, so wird richtig abgedeckt. So, jetzt müssen wir die Kutsche da mal gerade einmal haben. Stadtbus Schwandorf Nord.
Sag mal, ist das da hinten auch noch Schwandorf Nord? Ja. Ist jetzt natürlich mit Nord eigentlich Blödsinn, ne? So, wir müssen die Linie ändern. Wilnsdorf, Wilnsdorf, Burg. Okay, das ist ein Regionalbus. Der kann mal gelöscht werden, ne? Und das andere war jetzt Regionalbus. Schwandorf, Wilnsdorf? Nee, nur Stadtbus war das, Stadtbus Nord. Stadtbus. Wilnsdorf Hafen. Lösch den auch, der ist grau, da ist niemand drauf. So, das hier ist das. Ich würde den aber jetzt erstmal umbenennen, weil Nord ist ja jetzt nicht mehr Nord. Dann den Fahrplan haben. Nach dahin. Und dann wieder nach dahin. Dann passt das nämlich. Und dann fahren da auch welche hin für das Häuschen da. Wenn Schwandorf schon wachsen will, dann sollte man das mal machen. Ne? Wie sieht es mit Lippstadt aus? Nix. Ich glaube, da haben wir schon alles, oder? Hier unten noch Erlangen einmal gucken. Ist auch nichts. Also die bauen die Straßen, aber keine Häuser. Und Winnenden war hier ganz unten. Das war ja letztes Mal schon nichts los, ne? Ja. Friedrichsdorf hatte ich doch schon, ne, oder? Ja, ich glaube, Friedrichsdorf hatte ich eben. Wie sieht es denn hier mit Zug und Besatzung aus? Schwandorf, Rathaus über Mergentheim Hafen. Das ist dann hier lang, ne? Ja, der wartet da auf Passagiere. Die wollen weg. Ja, aber eigentlich müsste ich diese Lok beobachten, weil die fährt da jetzt rein, oder? Mach mal schneller gerade. Ja, die fährt dahin. Viere sind angeliefert. Und reichlich sind weg. Warte, das müssen wir wieder ausmachen. Aber der fährt trotzdem noch nicht. Bei Ladung müssen es 25% sein, oder was? Ah, das ist doof. Das ist. Dafür fährt der schwarze Zahlen ein. Der hat sowieso hier schwarze Zahlen. Der ist ja auch halb voll. Sieht eigentlich gut aus, ne? Wir stehen auf der anderen Seite. 17. Die wollen alle hier rüber, bis auf Schwandorf Rathaus. Ja, ich glaube, die wollen woanders hin wahrscheinlich. Was machen wir mit dem hier? Der hat einen Zeitplan. Okay, nee, dann lass mal den Zeitplan da drin. Das passt dann ja schon. Würde ich sagen. Wo ist hier die. Wo ist das Fahrzeug, der Zug? Da ist er. Der fährt gerade weg. Okay. 13 Passagiere. Okay. Wilnsdorf, Burg. Das war da links. Okay. Das passt erstmal. Ja, würde ich sagen, sind wir hier erstmal wieder wunderbar durch. Jetzt ist die Frage, wo die nächste Optimierung stattfinden kann. Ja, die Städtchen, die wachsen natürlich. Jetzt müssen wir gucken, dass wir schauen, dass wir auch die Häuser dann mitkriegen, die jetzt neu sind. Hier seht ihr auch schon ausgebaut. Wie groß sind denn unsere Städte? Das können wir gerade noch mal hier in so einem Stadtplan gucken, ne? Ist das Stadt? Ja. Simutran-Spieler ist klar. Name sortieren? Nee, Einwohner sortieren. Und von viel nach wenig. Jena hat 348 Einwohner. Das ist die größte Stadt gerade. Da ist auch gerade ein Zug angekommen. Ja, die haben drei Häuschen schon, ne? Und hier ist, ach, da haben wir unsere Bushaltestelle gebaut. Danach kommt schon zwei Brücken. Okay, flächig ist das mehr geworden, ja. Und diese Häuser, die waren ja auch erst nicht doch dieses Mal, weil wir da gebaut haben. Und das war das erste Haus, glaube ich, okay. Also ich hätte jetzt definitiv gedacht, dass Neubrandenburg und Gütersloh die größten Städte sind. Ne, weil das würde Sinn machen in meinen Augen. Weil da Hauptumschlagsplätze sind. Willig. Königsbrunn ist ein Sackbahnhof sozusagen und da wohnen ganz viele. Hier, da hätte was passieren müssen, Neubrandenburg am meisten meines Erachtens, aber da ist wohl nicht so. Ettlingen, ja, die haben hier eine große Straße gebaut, aber leider keine Häuser dran. Aber wahrscheinlich geht das dann ganz schnell. Oh, Lüneburg. Komm, die Bushaltestelle nehmen wir noch mit, ne? Das heißt, 1, 2, 1, 2. Da wäre sie. 1, 2, 1, 2. Da ist sie. Schnell, das macht zu.
das auf. Warte mal, was haben wir gesagt? 1, 2, 1, 2, da. Gut, und die Haltestelle muss dahin, dann passt das. Dann ist das abgedeckt, das eine ist mehr wegen dem Bahnhof. Gut, und dann haben wir hier noch keinen Stadtbus, ne? Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir hier ins Depot kommen. Das Straßendepot ist hier. Da ein Gespann mit der schnelleren Kutsche. Und kriegt einen Fahrplan. Eigener Fahrplan nicht, sondern Fahrplan zur Linie. Ah ja, Tante Mimi, ne? Ich drücke dann gleich mal Enter. Stadtbus. Lüneburg. Enter. Hat er übernommen. Gut, ne? Glück gehabt. Und dann sind wir halt von hier nach da unterwegs. Und hier fertig. Hier fertig. Und da auswählen. Stadtbus Lüneburg. Ah, wieder knapp vorbei, ne? Und starten. Jetzt fährt er da auch hin. Gut. Dann sind wir in Lüneburg. Wir waren nach Größe hier gegangen, oder wie waren wir gerade unterwegs, ne? Wo ist denn jetzt Lüneburg her? Da. Mal zwischenahn. Oh, da, guck mal, schon wieder ein Häuschen. Aber das Häuschen machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.